Hunt. Willkommen zu unserer Harvest Hunt. Drei Influencer-Teams werden mit Support von Junglandwirten in Challenges Zutaten erspielen, um die Jury am Ende mit einem leckeren Gericht zu überzeugen. Auf dem Hof Alswede heißt es jetzt also Ärmel hoch, Stiefel an und lasst die Ernte beginnen. Es treten gegeneinander an Team Grün mit Schan und Lina, Team Gelb mit Fabi, Phil und Stefan und Team Pink mit Nicole und Finn. Harvest Hunt! Challenge Nummer 1. In dieser Quizrunde müssen die Teams drei Fragen beantworten, um sich die Schatzkarte für die Challenge zu erspielen. Wir sind gespannt, wer die Fragen richtig beantworten wird. Wie viele Tage im Jahr stehen die Angus and Galloway Rinder auf der Weide? Hast du dich gemerkt? Ja, nee. Ja? Mhm. Das hätte ich jetzt auch getippt. Ganze Jahr über. Also 365. Außer im Schaltjahr. Recht. Das ganze Jahr, oder? Ja. Nochmal, stimmt. Die stehen das ganze Jahr über auf der Weide. Oh, das ist richtig. Dann nächste Frage. Wie viele Produkte werden im Hofladen verkauft? Ich glaube, das waren 300. Echt? Das einloggen. 300, bitte. Viele auf jeden Fall. Ich hatte da irgendwas von der Zahl 50 oder 300 gehört. Ich weiß nicht. Ich glaube 300. Wollen wir 300 nehmen? Ja. Dann nehmen wir 300. Okay. 300. Wir haben vielleicht sogar über 300 also mittlerweile. Um die 300. Pi mal Daumen. Genau. Wie viele Hummelvölker gibt es auf dem Hof? Ich meine, das müssten 20 Stück sein. 20? Okay. 20, ne? Ja, 20. Ah, das habe ich in dem Video gehört. Also ich meine, es waren 20 Stück. Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall den Hof erstmal finden, ne? Sollen wir jetzt auch aus dem Bild gleich verschwinden noch einmal oder so? Oder? Mit Hilfe der erspielten Schatzkarte gilt es jetzt, den Hof Alswede zu finden. Geschafft! Endlich angekommen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen hier auf unserem Hof. Und wir haben da so ein bisschen vorbereitet, euer Survival Kit und die Harvest Handtasche. Und für Team Grün. Vielen Dank. Ja? Und das gleiche für Team Gelb. Dankeschön. Und nun wünsche ich euch allen viel Spaß bei Harvest Hunt. Danke. Danke. Wofür die Survival Kits benutzt werden, erfahrt ihr in der nächsten Folge.